Hi zusammen und willkommen zu meinem kleinen neuen Special-Video hier auf YouTube wieder mal. Ich habe 2017 so unfassbar viele Fangeschenke von euch erhalten und vielen, vielen Dank jetzt schon mal für all eure Geschenke an alle, die mir was zukommen lassen haben. Ich mache die immer mit so einer Riesenfreude auf und ich wollte euch heute mal einfach 7 Geschenke vorstellen, die ich sehr kreativ finde oder die ich speziell gern mag und so. Das heißt nicht, dass ich eure anderen Geschenke nicht mag, sondern es wäre einfach zu schwierig, alle Geschenke, die ich jemals bekommen habe in 2017 zu öffnen. Das würde Zeit- und Raumdimension komplett sprengen. Deswegen fangen wir direkt mal an. Nummer 1 ist ein Geschenk, was ihr mir schon in Massen schenkt, was mich riesig freut. Und zwar Got to Be. Ich finde es echt, echt geil. Ich habe es auch immer noch nicht satt, dass sie meinen Haarspray-Konsum einfach fördert. Das ist unfassbar. Auf der Tour habe ich nachgezählt und zwar habe ich 59 Haarspray-Dosen in kleiner Version und 10 Stück in Fliegerversion bekommen. Also, hey, das können wir immer wieder schenken. Ich freue mich riesig drüber. Vielen Dank. I love it. It's great. Das zweite Geschenk, was ich echt süß finde, ist von der Susi. Yeah! Die Susi hat mir, ich glaube, es war auf der Tour, so ein cooles Geschenk gemacht. Sie reist mir echt 600, 700 Kilometer immer nach für Auftritt und ich weiß es echt zu schätzen. Vielen, vielen Dank, dass ich mich auch immer an dich erinnere. Danke, Susi. Oh. Das dritte Geschenk ist auch voll süß und zwar ist das ein gigantischer Teddybär. Ich hole den mal ganz kurz. Er hat sogar ein Winner-Shirt an. Gebt euch das mal. Der Sommer mit dir. Du, du, du. We love you. Liebt euch auch alle. Ja, also vielen, vielen Dank. Echt ein ganz cooles Geschenk. Oh, das. Ich sollte mir echt mal einen Stuhl anschaffen, der ein bisschen weniger wackelig ist. Wenn ihr das in den letzten Videos von mir verfolgt habt, dann bin ich immer so im Hin- und Her wackeln. Ich hoffe, dass ich mich heute hier beherrschen kann. Genau. Geschenk Nummer 4 habe ich gar nicht hier, wie ich gerade sehe. Das ist nämlich ein Geschenk, was ich für die Sommerferien bekommen habe beim Fantreffen in Stuttgart. Nämlich habe ich irgendwo gepostet, dass ich in Kroatien in die Ferien gehe und einen großen Pool habe. Und daraufhin habe ich eine riesen aufblasbare Pizza bekommen. Das ist echt so geil gewesen. Wir hatten super viel Spaß damit. Das ist leider noch auf dem Dachboden. Aber ich habe mich in einem Post auf Instagram dafür bedankt und den blende ich euch jetzt hier ein, dass ihr wisst, um was es geht und wie geil diese Matratze war. Ey, unfassbar. Nice. Nummer 5 ist ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Geschenken, die ich während der Tour bekommen habe. Und ein Viertel dieses Geschenkes habe ich jetzt hier und den hole ich euch ganz kurz. Das ist ein Viertel von meinem Geschenk Nummer 6. Das sind nämlich alle Süßigkeiten, die ich auf der Tour bekommen habe. Es ist echt krass. Oh, die Krause. Gummibärchen. Das ist echt, was mir gefällt. Seit meinem letzten Video habe ich auch ganz viel Lakritz bekommen. Shout out to you guys. Vielen Dank. Und auch da habe ich nach der Tour etwas gemessen, nämlich gewogen, wie viel Süßigkeiten wir bekommen haben. Und das ist echt krass. Wir waren ja in so einem kleinen T5-Wagen zu viert unterwegs. Und wir hatten da Merch drin, all meine Gitarren und Geschenke und so. Wir hatten keinen Platz. Aber es waren, genau, wir haben es gemessen. Ich habe noch 3 weitere Boxen hier im Haus verteilt. 63,4 Kilogramm Süßigkeiten bekommen. Die Fakten habe ich mir extra für dieses Video aufgeschrieben. Ich weiß, ich habe keine Hobbys. Das ist so viel. Ich kann das doch niemals essen. Auf jeden Fall, meine Familie freut sich und meine Freunde auch, wenn die bei mir sind. Und auch ein riesen, riesen Dankeschön für all die Süßigkeiten von euch. Es ist... Nummer 6 ist ein Geschenk, was ich sehr kreativ finde. Ich habe mich riesig gefreut, das habe ich auf der Rückenwind-Tour in Hamburg bekommen. Und zwar von der Laura. Und es ist eine Hamburg Winner Family Leuchtbox. Es war so süß, das während dem Konzert zu sehen. Und danke, dass ich das nach Hause nehmen durfte. Vielen, vielen Dank, Laura. Und ich hoffe, ich sehe dich ganz, ganz bald wieder. Danke für all deine Unterstützung, Winner Family Hamburg. Ich hoffe, wir sehen uns auch ganz bald wieder. Jetzt komme ich zum letzten Geschenk. Und das ist ein stellvertretendes Geschenk. Und zwar habe ich glaube, es war in Köln, es wurde extra angefertigt und ich fand es sowas von cool. Und zwar ist es ein selbst angefertigtes Lebkuchenherz mit erste Solo-Tournee, die Rückenwind-Tour 2017. Vielen, vielen Dank und das war definitiv für mich auch das allergrößte Geschenk, das ich 2017 bekommen habe. Diese Erfahrung mit euch, Winner Family, ihr seid einfach unfassbar. Und wie ihr gemerkt habt, unfassbar, dieses Wort begleitet mich momentan hoch und runter. Das ist das Tourwort von der Rückenwind-Tour Backstage gewesen und ich hoffe, ich habe das nicht zu oft gesagt in diesem Video. Es war echt so eine geile Zeit und ich hoffe, dass ich jeden von euch ganz, ganz bald wiedersehe. Und vielleicht auch diejenigen, die noch nicht zur Tour kommen konnten. Und daher jetzt die Frage zum Video. Wenn ich eine zweite Tour machen würde, wenn
Zufall jetzt bald dann mein zweites Album rauskommen würde. In welche Stadt soll ich mit der Tour kommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für dieses echt geile Jahr. Ich werde das nicht vergessen. 2017 ist der Anfang von etwas ganz, ganz Großem gewesen. 2018 kommt jetzt. Macht's gut und peace out. Woo!